wird, Bandenwerbung, Trikotwerbung. From a buying perspective, from a quality perspective. Totales Sponsoringverbot. Rund 350 Entscheider aus den Bereichen Sport, Medien, Wirtschaft und Politik. Der Sponsor Sports Media Summit 2010 war auch in diesem Jahr wieder die internationale Informationsplattform für Branchengrößen, Querdenker und Startups. Es ist einfach ein einzigartiger Event. Hier kann man alle wichtigen Entscheidungsträger und Beeinflusser aus Deutschland und Österreich sehen und sprechen. Ja, hier trifft man einfach alle, die in der Branche tätig sind, kann sich sehr schnell austauschen und das ist schon der Mehrwert, den man da wirklich auch hat. Diese Veranstaltung ist in der Zwischenzeit zum festen Bestandteil geworden, rund um das ganze Thema Sportkommunikation, Sport und Medien. Und deshalb ist die DFL immer wieder gerne hier der Gast. In der Düsseldorfer Esprit Arena wurden alle relevanten Themen in hochkarätiger Besetzung an zwei Kongresstagen auf der Hauptbühne und in den neuen Foren bedient. 40 Vorträge und Diskussionsforen und 60 Top-Referenten sorgten für eine Themenvielfalt, die ihresgleichen sucht. Angefangen bei der Rechte- und Werbevermarktung, über das Fernsehen der Zukunft und Social Media bis hin zu Broadcast and Production und Gaming. Top-Referenten waren Christian Seifert, Vorsitzender der DFL-Geschäftsführung, Brian Sullivan, Geschäftsführer Sky Deutschland, Dr. Michael Vesper, Generaldirektor des Deutschen Olympischen Sportbundes, Pam Chandu, ehemaliger Geschäftsführer Unity Media und David Busch, Marketing Director Sony Europa. Highlights des Kongresses waren auch in diesem Jahr die Auftritte auf der Hauptbühne. Darunter das mit Spannung erwartete Duell zwischen öffentlich-rechtlichem und privatem Rundfunk und die Neuordnung der GEZ-Gebühren. Aber auch der erste große Auftritt auf einer deutschen Bühne vom neuen Sky Deutschland-Geschäftsführer fand großen Anklang. Aus meiner Sicht sind die großen Themen die Wichtigkeit des Erfolgs vom TV als Partner und Sponsor von Sportorganisationen, die kritische Situation des Erfolgs vom Pay-TV für die gesamte Industrie durch den langsamen, aber linearen Rückgang von Werbeeinnahmen und dann natürlich der Weg, wie wir uns gegenseitig helfen können, um vorwärts zu kommen. Nicht minder interessant der Vortrag des ehemaligen Unity Media Geschäftsführers Pam Chandu und seine Meinung zur Zukunft der Rechtevermarktung der deutschen Fußballliga. In der nächsten Rechteperiode werden wir sehen, wie die Situation aussieht, ob eine Alternative zu Sky da ist und wie schnell und effektiv sie ihre Abonnentenzahlen von heute bis dahin entwickelt haben. Zwei Tage Sponsor Sports Media Summit. Auch eine Gelegenheit, Neuigkeiten zu verkünden. Christian Seifert, Vorsitzender der DFL-Geschäftsführung, präsentierte erstmals detaillierte Kennzahlen zur wirtschaftlichen Entwicklung, sprach über die künftige Medienausrichtung und auch über künftige TV-Formate. 3D wird, denke ich, im Sport eine Rolle spielen, allerdings noch nicht kurzfristig in einem Massenmarkt. Ich denke, es ist wichtig, sich dieser Technologie anzunehmen, die Chancen, aber auch die Risiken dieser Technologie abzuwägen. Dann aber auch eine ganz realistische Erwartungshaltung zu wecken, insbesondere beim Endverbraucher. Im Blickpunkt aber auch die neuen Medien. So verschaffte die Axel Springer AG exklusive Einblicke in ihre iPad-Zukunftspläne. Ein weiteres Highlight des Sponsor Sports Media Summit hielt EA Sports im Bereich Video- und Computerspiele bereit. Der weltweite Marktführer kam mit einem brandneuen Produkt nach Düsseldorf. Ja, wir haben heute was ganz Tolles, nämlich die Deutschland-Premiere von Virtual Playbook von EA Sports. Und wir haben uns wirklich gut überlegt, wo wir das Thema präsentieren. Und wir waren der Auffassung, dass wir hier genau das richtige Zielpublikum haben, vor allem hier in so einem fantastischen Setting hier in der Esprit Arena, um das Thema zu präsentieren. Fast wie ein Videospiel wirkte für einige Besucher auch der Blick in das Innenleben eines Ü-Wagens. Die DFL-Tochter Livecast hatte eigens einen dieser Trucks vollgepackt mit modernster Technik mitgebracht. Und so konnten viele Teilnehmer mit ganz neuen Eindrücken den Tag verbringen. Und ganz nebenbei gab es beim abendlichen Get-Together die ideale Networking-Plattform. Neue Kontakte knüpfen, alte vertiefen oder sich über Themen rund ums Sport- und Medienbusiness austauschen. Und das alles in angenehmer Atmosphäre in der Düsseldorfer Esprit Arena.
Also dieses Jahr nehme ich mit eine sehr lebhafte Diskussion. Deswegen ist es gut, dass Experten sich an einer Stelle zusammenfinden können, damit auch alle den gleichen Sachstand haben. Sports Media Summit ist immer ein wunderbarer Event. Gemeinsam mit den Premium-Partnern Deutsche Telekom, CMS, Hasche Siegle sowie Kicker Online und Fußball.de war der Sponsor Sports Media Summit 2010 wieder einmal mehr als nur Networking, Get-Together und Informationsaustausch.